Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich Old Bardstown Kentucky Straight Bourbon Whiskey 50,5% Estate Bottled. Willet. Willet ist immer etwas, was gern von mir getrunken wird. Ich schenke hier schon ein. Also laut Internetseite 72% Mais, 13% Roggen, 15% Gerste, was eine interessante Mashbill so ist. Willet distilliert selbst jetzt hier seit 2012. Und seit 2016 gibt es ein ganz neues Produkt auf dem Markt. Das heißt dann tatsächlich Old Bardstown Bottled and Bond. Kostet in den Vereinigten Staaten 12, 14 Dollar, je nachdem, wo man ist. Das allerdings ist noch der alte Abfüllung, 50,5, also nicht Bottled and Bond. Und das ist 39 Euro in Deutschland zu bekommen. So, woher kommt diese Old Bardstown? Natürlich würde man denken Bardstown, Kentucky, aber nein. Es wurde nach einem Rennpferd genannt. Deshalb steht auch ein Pferd da drauf. Dieser Pferd hieß Old Bardstown. Und wo ist dieses Pferd denn dort praktisch aufgewachsen? Ein Moment. Da. Auf den Calumet Farm. Ich finde es interessant, wie der Kreis sich hier schließt momentan. Also, dieses Old Bardstown war ein begnadigter Pferd, denn vom 31 Rennen gewann er 18. Platz 2 belegte er 7-mal und Platz 1 sogar 3-mal. Er hat auch sogar, glaube ich, war das denn hier... Nee, das war schon mal letztes Mal. Also, wo kommt dieses nun her, wenn seit 2012 erst produziert wird und erst seit 2016 wird erst abgefüllt in den Vereinigten Staaten und das war nicht dieses State Bottled? Wahrscheinlich ist das Heaven Hill. Ich mache Heaven Hill, ich mache Willet, ich mache Kentucky Bourbon Distillers, KBD. 95 Punkte, das ist enorm viel, hat damals 2012 Jim Murray in seinem Whiskey Bibel dieses hier gegeben. Und das hat auch eine Silbermedaille jetzt in San Francisco gewonnen. Aber wie meine Freunde sagen, alles haben schon mal ein Medaillen in San Francisco gewonnen. So, oh, der sieht schon gut aus. Dunkel ohne Ende. Also richtig, richtig krass dunkel. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Also sehr zu hier empfehlen. Meine Nase sagt, will it? Ah, also lecker, Karamell. Welche Teesort? Ich nehme weiße Tee heute, Teeblätter. Also Pecan, Honig, Clay. Da kommt ein bisschen auch von meinen Tabakblättern da drin. Das ist immer noch in meiner Nase hier, dass ich das immer noch hier wirklich wahrnehmen kann. Das ist super schönes Zeug. Oh, süffig. Also wie eine sehr, sehr, sehr schöne Noah Mills. Auch Willet übrigens. Wow, ist der süß und reif und holzig und... Ach, richtig, richtig schön. Ach, ein Highlight des Tages bisher. Lass uns sehen, ob es so gut schmeckt. Mmh. 50,5% ist schon ein bisschen viel. Ich habe vorher meinen Control Whisky mit 43% gehabt. Der war ein bisschen viel. Also, aber ich glaube, ich bin das. Da muss mein Mund erstmal sich daran gewöhnen. Der Abgang ist nett. Wobei, ich habe ein kleines bisschen ist Bitternoten. Bisschen Tannin. Ein bisschen... Ich sag sogar gebrannte Mandel. So. Oh. Kann es sein, dass er besser riecht als schmeckt? Ich werde noch ein bisschen Wasser am Ende da rein tun, um das auch festzustellen. Hart. Er riecht tatsächlich besser, als er schmeckt. Ich habe eine
Kommentar gelesen dazu und die Leute waren auch, glaube ich, wie ich, begeistert von der Aroma und dann kam es im Mund rein und dann war er relativ flach. Ja, ein kleines bisschen Clay kriege ich wieder, ein kleines bisschen hier diese Tabakblätter, aber nicht ganz so enorm, wie ich gehofft habe. Er kommt rein und da ist okay, aber nicht hier oben, sondern okay, ein bisschen Hitze dazu. Und dann bleibt er einfach. So, ein bisschen, ich hoffe, wenn ich hier ein bisschen davon nehme, ich tue einfach eins, zwei. So, jetzt bin ich auf 45 herum, keine Ahnung, um genau zu sein. Da war nicht viel drin, deshalb zwei Tropfen Wasser war schon vielleicht sogar 40. Der Alkohol wirkt immer noch stark. Der ist ein bisschen zu jung. Schade. Also, Altersangaben werden nicht gemacht. Der ist nicht Bottle and Bond. Also, der Bottle and Bond ist natürlich 4 Jahre alt. Der ist, der Nase ist absolut Bombe. Alles, was ich in einem Whisky, in einem Bourbon will, ist da drin in meiner Nase. Aber ein Mund liefert nicht nach. Er liefert nicht das, was ich wirklich mir vorstelle darunter. Schade, schade, schade. Old Bardstown, ich habe echt so hohe Erwartungen gehabt und dann wurde ich enttäuscht. Nun, wie enttäuscht bin ich? Ich bin enttäuscht auf einem 3 plus sogar, wow. Vielleicht bin ich ein bisschen zu hart, aber 3 plus. Also vielleicht ein 2 minus an einem guten Tag, aber durch meine Enttäuschungen 3 plus. Also 3 ist immer noch gut. Alltag und so weiter, aber 3 plus. Knapp an ein 2 minus vorbei. Preis-Leistungs-Verhältnis für 39 Euro gebe ich denen sogar ein 3. Also für ein 50,5%. Nun, Rittenhouse 50%. Was kann ich noch auf dem Kopf, aus dem Kopf jetzt? Old Granddad 50%. Ha! Ich werde einen Vergleich anstreben. Glas, Flasche, Old Granddad, 50%, Bottled in Bond, 100 Proof. Also, lass uns hier was reinkippen. Also, ich war großzügig. So, meine Flasche kommt dahin. Die kommt dahin. Also, ich finde es nur fair, dass wenn ich das hier habe, dass es hier links ist und das da rechts. So. Wir werden sie ohne Wasser gegeneinander einfach antreten lassen. Ich merke, dass ich das immer mehr und mehr her tue. Also, dass ich Dinge miteinander vergleichen möchte. Denn ich weiß, bilde ich mir noch ein, Whisky Jason hier, wie Old Granddad mal geschmeckt hat. Und nun kommt was Neues dazu und ich versuche das da einzustufen, ob das vielleicht doch besser ist, denn das ist wesentlich billiger als denn den Old Bardstown. Ah, wesentlich. Ich glaube, ich habe auch dann da 32, 35 Euro dafür bezahlt. Aber Achtung, Achtung, 1 Liter Flasche habe ich auch vergessen hier. So, damit ich nochmal eine Nase habe. Old Bardstown ist lecker. Old Granddad, nicht ganz so lecker. Da ist mehr Mais. Also Mais kommt durch, Mais und der Alkohol ist dann da. Da ist mehr Frucht ist verkehrt, ich bin nicht in Irland. Da ist mehr Holz, da ist mehr Tabak, da ist mehr Klee, da ist mehr Honig, da ist mehr, was fehlte jetzt hier? Pecan, also auch farblich. Also wenn ich die hier beiden miteinander vergleiche, da muss ich schon sagen, dass meine Old Bardstown ein bisschen besser abschneidet. So, geschmacklich. Immer noch viel Alkohol. Nicht eine Tiefe, nicht eine Komplexität, die ich will. Ein bisschen süßer, als ich das erste Mal hatte, ohne Wasser. Denn der Alkohol tritt langsam zurück, aber relativ schlicht. Old Granddad, bonded, 50%. Also die 0,5% lasse ich einfach mal weg. Da ist mehr Holz.
Da ist mehr Tannin. Da ist mehr wenige Süße. Der ist echt fast bitter, da verglichen damit. Wow. Ich habe sowieso immer gesagt, dass Old Grandad nicht meine Lieblingswhisky ist. Also, sorry, Leute. Und ich glaube, der Old Grandad 1.17 war das. Das war auch immer noch nicht meine. Es war schon mit viel Wasser gut zu ertragen, aber diese 58,5% war schon irgendwie ein bisschen zu viel für mich. So, ich habe ungefähr gleich Wasser da reingetan. Ich gehe wieder zurück zu Old Grandad. Zuckerwatte. Ein bisschen Holz. Kleines bisschen bitter. Tannin. Ah, absolut nicht mein. Wird nie mein Lieblingsbourbon sein. Sorry, Leute. Old Bardstown. Estate Bottle. Ach, oh, eine Nase ist er so schön. Wenn ich der Nasennote geben darf, 1 minus. 3 plus geschmacklich. Schon besser. Also, Old Bardstown Estate Bottle ist schon besser als Old Grandad, muss ich wirklich zugeben. Fast eine ganze Note besser. Falls ich das ein 3 gegeben hat, hätte ich den doch da ein 2 minus geben müssen. Ach, vielleicht lasse ich mich einfach mal zu ein 2 minus hinreißen. Aber ich bleibe bei meinen 3 minus hier für mein Preis-Leistung. Ich glaube, ich habe sogar ein 3 gegeben für meinen 39 Euro. Okay, 2 minus und 3. Old Bardstown, wenn man den findet. Estate Bottle. Ich bin gespannt auf der neue Willet, ob das wirklich halbwegs daran kommt an den damaligen. Der neue, ob der wirklich damit vergleichbar ist. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Wenn man neu was auf den Markt wieder bringt. Ja, ich weiß, in den 70er Jahren hat Willet produziert so viel und so gutes Zeug, dass es bis in den 80er, fast 90er Jahre weiter verkauft wurde. Erst danach hat man dann bei Heaven Hill dann dazu eingekauft und so weiter, Wild Turkey und so. Und das unter diesem Namen dann da gemacht. Und die produzieren seit 2012 selbst. Aber mein Gefühl sagt mir, es dauert immer so seine 8 Jahre, bis man wirklich da wieder hinkommt, wo man mal war. Denn 4 Jahre reift das, merkt man, und dann muss man da wieder ein bisschen ändern. Und dann kommt man dahin, genau eben das wieder zu werden, wie man möchte. Es hängt mit dem Holz zusammen, hängt mit den Zutaten zusammen, hängt mit der ganzen Destillierungsprozess zusammen, Fermentierung und alles, was zusammenhängt. So viele Faktoren beeinflussen stark diesen Geschmack. Heaven Hill hat's drauf. Also, tut mir leid, absolut. Buffalo Trace hat's drauf. Aber ob wirklich Willet das drauf hat, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Liken darf man immer. Hier darfst du gerne natürlich auch ein Sample davon bekommen oder was anderes. Da unten im Kommentar, nicht Kommentar, in der Beschreibung findet eine Liste dazu. Und auch ihr findet eine Möglichkeit, bei Amazon etwas zu kaufen. Bitte, bitte, dass diesen Link auch verwenden, um da was anderes dabei Amazon zu kaufen. Da kriege ich auch eine kleine Provision. Okay, tschüss, bis morgen. Ich freue mich. Whisky Jason hier. Bis dann.